Guten Morgen oder Mittag zusammen. Ich muss wieder mal ein Video machen. Nicht unbedingt zu einem neuen Thema von mir, aber zu etwas, was mich immer wie hässiger macht und kaputter und aber auch immer wie motivierter irgendwie gegen das anzukämpfen. Und zwar geht es nach wie vor um ein Thema, das ich seit Jahren irgendwie mich äußere. Es geht nach wie vor um Rassismus und um Flüchtlinge und um Trauen von Europa und von der Politik und auch Trauen von den Medien. Das Video wird vielleicht allen ganzer Fans gefallen, weil ich das mal Teil mache über Medien und ihre Rolle bei dem Ganzen. Ich fange euch an, wieso, dass ich jetzt ein Video mache. Es ist wirklich im Moment für mich und für viele von euch sicher auch, es ist unerträglich zum Anschauen, was passiert. Wir haben zum einen hier in Europa, oder besser gesagt, Leute, die nach Europa flüchten aus schrecklichen Kriegen, die an den Grenzen dahin vegetieren, die auf Schiff, auf dem Meer treiben, die zu Hunderten und zu Tausenden vertrinken bei uns im Mittelmeer, dort, wo wir Ferien machen. Ihr Verbrechen ist, sie flüchten von einem Krieg. Der Grund, wieso sie nicht hergelassen werden, ist Politik vom Abriegeln, es ist Herzlosigkeit und pure Dummheit von Leuten, die nach wie vor behaupten, dass die Leute, die hierher kommen, Kriminelle und Schmarotzer und Vergewaltiger seien. Das Volk verschließt das Herz immer mehr, wie mehr und glaubt diesen Populisten immer wie mehr. Das ist in Europa passiert, das. Das Leben vom normalen Bürger ist immer noch relativ easy und uneingeschränkt in ganz Westeuropa. Und gleich wird so da, als würde ein schreckliches Chaos und krisenartige Zustände herrschen. Einer, der das am meisten jetzt gerade wieder auch ausspielt und missbraucht, die Lügengeschichte, ist der Trump, der permanent twittert: Ja, wir müssen unsere Grenzen schließen, sonst haben wir das gleiche Chaos wie in Europa. Währenddem gerade das westliche Europa ein Idyll und ein Ort von der Bildung und vom Wohlstand ist verglichen mit Amerika, wo gewisse Leute nicht mal mehr eine Krankenkasse haben, wo weiss ich nicht, wie viele Leute auf der Strasse leben, wie viele Millionen, wo die Bildung hundsmiserabel schlecht ist, wo das ganze System am Abfacken ist. Unter anderem oder vor allem auch wegen der Trump-Administration. Er tut so, als das Einzige, was wir machen müssen, ist Grenzen zu tun. Vor allem Grenzen zu Mexiko. Und das ist eigentlich auch der Hauptgrund für das Video. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt. Ich habe viele Leute, kennen viele Leute, die es zum Teil auch nicht mehr hören können, die sich nicht mehr beschäftigen, weil es so fertig macht oder nervt. Und vielleicht zum Teil auch Finger steigen mit zu fest rein. Aber viele bekommen es sicher auch mit. Im Moment werden an der mexikanisch-amerikanischen Grenze Flüchtlingsfamilien auseinandergerissen und kleine Kinder ihren Eltern entrissen. Es wird gerannt, es sind furchtbare Bilder. Die Kinder kommen in Detention Centers, wo, es tut mir leid, aussehen wie Käfige in Texas, wo es irgendwie 40 Grad ist. Es sind vier Sozialarbeiter zuständig für Hunderte von Kindern. Es sind Kinder, die noch müssen gewickelt werden. Wenn das gar nicht mitbekommen habt, ist ein Link hier unten dran, der traurigste. Sie ist Audiomaterial von den grennenden Kindern, die ihren Eltern entrissen werden, weil ein fucking Arschloch von einem Präsident und die fucking Arschlöcher, die den noch wählen und supporten, sagen: Ja, Demokraten und ihre Gutmenschenpolitik sind schuld und wir müssen jetzt ein hartes Gesetz durchsetzen. Und das ist halt die Konsequenz davon. Die Konsequenz davon ist, dass Tausende von Kindern in den Staaten und auch Tausende von Kindern in Europa am Sterben und Leiden sein, weil du irgendetwas musst, durchziehen oder deine Ideologie oder deine Meinung oder deine Politik durchziehen. Nein! Wenn eine Regierung von Familien auseinanderreißt und das den Kindern antut, dann ist das ein Menschenrechtsvergehen. Das ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte von einer von den Regierungen, die eigentlich die modernste sein sollte auf der Welt. Und in Europa passiert Ähnliches. In der Schweiz ist jetzt die Selbstbestimmungsinitiative durchstieren, wo es auch darum geht, dass man eigentlich
ein kleines Menschenrecht ein bisschen umgehen, indem die Schweiz ihre eigenen Regeln hat, wie sie umgeht mit verschiedenen Themen, eben unter anderem die ganzen Menschenrechtsthemen. Es ist nur noch traurig, was passiert. Und meine Tweets, meine Kolumnen, all die Sachen, die ich in letzter Zeit äußere, sind sehr wütend, manchmal sogar hasserfüllt. Und viele Leute kommen dann und sagen: Also, du bist ja auch am Anfang frustriert, wieso gehst du überhaupt die Kommentare lesen? Du darfst doch die nicht allzu ernst nehmen. Oder du bist gar kein Dreck besser als die Populisten, weil du tust ja auch sozusagen Hass predigen. Und das stimmt nicht. Es ist nicht das Gleiche. Es ist in meinen Augen umgekehrt. Es ist ein Skandal, dass nicht mehr Leute, dass nicht ganze Parlament und die mindestens 70% von der Schweizer Bevölkerung und von der europäischen Bevölkerung und von der amerikanischen Bevölkerung aufsteht und sagt: Nein, wir lassen nicht Rassisten und Menschenverachter, die ihre Politik auf Märchen und Angstmacherei stützen, gewähren. Wir müssen entgegentreten. Und man kann dem entgegentreten mit Wut. Und man kann dem auch entgegentreten mit Satire. Und man kann dem auch entgegentreten mit giftigen Kommentaren. Und ist wegen dem kein verbitterter Mensch. Sondern es ist eine höchste Zeit, dass das gestoppt wird. Leute, die Rassisten sind, Leute, die Sexisten sind, Leute, die Homophoben sind, Leute, wo Verschwörungstheorien als Grundlage von ihren Entscheidungen anschauen, haben nichts in den Parlaments verloren, die sind Gift. Es gibt manchmal Leute, auch ich habe schon so Vergleiche gemacht, so, ja, das ist wie in den dunkelsten Zeiten vom Zweiten Weltkrieg, und da muss man natürlich sagen, natürlich ist es das nicht, weil im Zweiten Weltkrieg, in der schlimmen Zeit, sind Millionen von Menschen hier in unserem Nachbarsland vergast worden, systematisch. Und das ist natürlich nicht der Zustand. Das wäre auch eine Verharmlosung vom Holocaust. Aber Dynamiken, die am passieren sind, in ganz Europa, im ganzen Westen, was hier passiert, wie Parlamente infiltriert werden, wie Sachen gesagt werden, wo man noch vor 10 Jahren nicht hätte können sagen, wie die rechte Gewalt zunimmt, wie immer mehr Exponenten ganz klare Rassisten sind, zum Teil Antisemiten, Islamophob, Homophob, Sexisten, korrupt, also eigentlich Autokraten. Alles das, was passiert, ist eine Tendenz zu einer dunklen Zeit, wo wir drin sind. Und jetzt, solange ich zum Beispiel noch in einem Land leben, wo ich so Videos machen kann, muss man das dem entgegentreten, damit nicht irgendein Zustand eintritt, wie zum Beispiel in der Türkei, wo auch noch nicht so weit entfernt von der Schweiz ist, schon herrscht, dass man nämlich nicht mehr darf sagen, was man denkt. Dann ist es zu spät. Meine Angst ist zum Beispiel auch, dass das, was in Amerika passiert, die Trump-Zeit, alle denken, ja, 4 Jahre, 4 Jahre, und dann ist es vorbei. Meine Angst ist, dass es der Despot in diesen 4 Jahren irgendwie schafft, die Justiz so zu schwächen, dass er irgendwie länger an der Macht bleiben kann. Oder Dynamiken in Gang setzen, die wir jetzt uns noch nicht vorstellen können. Wir müssen jetzt verrückt sein und jetzt motzen und jetzt das verhindern. Wir müssen gegen die AfD und gegen den Populismus, gegen Rassismus, gegen die SVP-Hardliner, gegen die Angstkampagne, gegen die Hetze gegen Flüchtlinge sein. Und da gibt es auch Leute in meinem Umfeld, die sagen: Ja, du kannst nicht immer gegen sein. Mal, du musst gegen Hass ganz gezielt ankämpfen und verrückt sein. Und für alle, die sagen: Ja, du bist ja immer nur am Motzen und sagst nie, was man besser machen kann. Ich habe das Gefühl, ich sage das permanent. Und wer mich wirklich kennt, weiß, was zum Beispiel meine Ansätze sind, um Sachen besser machen. Und ich werde auch am Schluss von diesem Video noch ein bisschen näher auf das eingehen. Jetzt muss ich mich schön sammeln. Es passiert in der Politik und in der Berichterstattung über Politik etwas Schreckliches. Wer auf Deutschland schaut, wer den Gauland, die Weidel, der schreckliche Söder, wer auf Österreich schaut, die Populisten von dieser FPÖ, heisst es, glaube ich, oder ÖVP, verwechseln es immer, von der österreichischen Volkspartei,
Und der Kurz, der nicht fähig ist, das irgendwie zu unterbinden, dass zum Beispiel ein Kickel, heisst er, glaube ich, darf sagen, wir müssen die Flüchtlinge konzentriert an einem Ort halten, dass der Gauland kann sagen, der Hitler ist ein Vogelschiss in der Erfolgsgeschichte von Deutschland, dass der andere Dobu, der Söder, kann sagen, Leute, die vor dem Krieg flüchten, sind Asyltouristen, dass immer von Grenzöffnung geredet wird, dass der Erich Hess im Parlament kann Leute Neger nennen, dass der Köppel kann in der Weltwoche einen Bericht über einen Göring schreiben, der so leicht bewundernd ist, oder nicht so entsetzt, wie ein Bericht über einen Göring sein soll. All diese Sachen haben System. Es ist Demagogie in Reinform. Es wird in Superlativen geredet. Es wird immer gesagt, wir hier, das christliche Oberland, wir die Deutschen, Deutschland den Deutschen, wir die Schweizer und die anderen von uns. Es wird wir und die wird gemacht. Und einer der grössten Tricks ist seit Jahren immer und immer wieder Tabus brechen. Immer und immer wieder. Aber zum Beispiel der Erich Hess hat über Drogendealer bei Rittau gesagt, er sagt, sind Neger. Hat er gesagt, ein Wort, wo ganz klar ist, wieso dass man es nicht sagt und ganz klar ist, wieso dass man es nicht als Politiker in öffentlichen Debatten sagt oder in Debatten. Und in dem Augenblick, wo der Erich Hess das hat gesagt, hat müssen der Saal aufstehen und der Erich Hess auspuhen oder aus dem Saal buxieren. Klingt krass, ist aber so. Es ist, was in der letzten Zeit wieder möglich wird, an Rassismus, an Begriffen, an Berichterstattung, über Flüchtlinge, über Flüchtende, ist unglaublich. Vor 10, 20 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Man hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich besonnen, man hätte das nie mehr wollen. Wir hatten eine Zeit von der Aufarbeitung, von der Rückbesinnung, von einer gewissen Vernunft, von einer Erinnerungskultur, wo man das Thema sensibel ist angegangen, Rassismus, Antisemitismus. Und plötzlich, seit etwa der Jahrtausendwende und ganz sicher in den letzten 10 Jahren, ist es durch verschiedene Vorkommnisse, die sie aufgebauscht wurden, wieder möglich, Sachen zu sagen, die eigentlich skandalös sind. Und das wird gemacht eben vom Erich Hess, das wird von dem Gauland und der AfD ad absurdum getrieben und der SVP mit ihren Plakaten und ihren Aktionen im Bundeshaus auch. Man tut so lange die Grenzen vom guten Geschmack und vom ethisch Richtigen ausloten, bis es das eine, was vor 5 Jahren eigentlich schlimm ist, gesehen, sagen, schon nicht mehr so schlimm ist, weil inzwischen haben 10 Exponenten noch 10 rassistischere und sexistischere Äußerungen gemacht und somit kommt dem das andere normaler vor. Also man tut unaussprechliche Sachen probieren in eine Normalität zu treiben, dass eigentlich das Parteiprogramm von der AfD, das erschreckend deckungsgleich ist mit dem heutigen Parteiprogramm von der SVP, das rassistisch und menschenrechtsverletzend ist, legitimiert. Dass man das gar nicht mehr so schlimm findet. Und das passiert nicht nur in der Politik, sondern es passiert auch im öffentlichen Diskurs und, jetzt kommt der Rolle der Medien, es passiert auch in den Medien. Also inzwischen, vor allem in Deutschland, aber auch in der Schweiz, kannst du jede grosse Talkshow schauen, jede grosse Zeitung, Tagesschau anschauen und die Leute übernehmen das Vokabular von Rassisten und Hetzer und Demagogen und Populisten. Das heisst, es wird heute in der NZZ, im deutschen Ableger von der NZZ, was es scheinbar gibt, schreibt eine Frau, ja, die Sicherheit der Frauen im öffentlichen Raum hat in den letzten Jahren abgenommen. Statistiken sagen, dass allgemein die Sicherheit der Menschen eher hat zugenommen hat, dass es eher weniger Kriminalität gibt. Aber sie erzählt natürlich ein Narrativ mit, dass wegen der fremden Kulturen, die hierher kommen, ist es gefährlicher. Also allgemein wird das in den Berichten jetzt plötzlich so aufgenommen. Also eigentlich eine Lügengeschichte, eine populistische Hetzgeschichte vom vergewaltigenden Flüchtling,
wird aufgenommen in den Medien als «Man kann ja mal darüber reden». Es ist eine Lügengeschichte. Es gibt nicht mehr Gewalt und Verbrechen von Syrer, von Afghanen oder von was auch immer für eine Nationalität als von Deutschen und Schweizer. Es ist, der Mensch ist so, wie er ist. Es gibt in dem Sinn dort keine Unterschiede zwischen den Nationen. Aber das ist das, was hier probiert verzählt zu werden. Und dann ja, dann hat ein Asylbewerber oder ein Flüchtling in Deutschland ein Mädchen vergewaltigt und umgebracht. Und das ist schrecklich. Das wissen alle, dass das schrecklich ist. Mord und Vergewaltigung. Furchtbar. Der Mensch soll lebenslang ins Gefängnis. Ist ganz klar. Aber wenn normale Zeitungen jetzt so tun, als würde es irgendwie bestätigen, dass Flüchtlinge krimineller sind als Deutsche. Wie viele Kinder werden täglich in deutschen Haushalten irgendwie missbraucht oder belästigt? Wie viel Mord und Totschlag gibt es überall auf der Welt, unabhängig davon, ob jemand ist geflüchtet oder nicht? Aber mir erzählt ein Narrativ, das hunderte von Jahren alt ist, das immer schon gebraucht wurde, um etwas Fremdes, etwas vermeintlich Gefährliches, etwas Dunkelhütiges fernzuhalten von einer weissen, heilen Welt. Und das ist ein rassistisches, menschenverachtendes Narrativ, wo nur die übelsten Arschlöcher brauchen, das Bild zu zeichnen, dass Leute, die flüchten, vergewaltigende Verbrecher sind. Das ist Populismus, Rassismus und Menschenverachtung. Niemand nimmt das ernst nehmen. Alle sollten aufstehen, wenn das auf den Tisch kommt. Aber nein, es wird so lange verzögert, dass inzwischen sogar Zeitungen, die eigentlich gemässigter sein sollten, die sollten oder reflektiert, nicht irgendwelche Bildzeitungen, die eh schon mit dem Julian Reichelt, den du eh im Müll schiessen schon lange, dass Zeitungen und Tagesschau das plötzlich von Anfang ernst nehmen, dass der Söder und der Köppel, dass die sicher alle dürfen gehen reden in die Talkshows und alle so ernst genommen werden. Dabei basieren sie ihre Aussagen auf Lügengeschichten. Nochmal, wenn ein Mädchen vergewaltigt und ermordet wird, ist das etwas vom Schrecklichsten, was passieren kann. Aber dass Kriminalität wegen Leuten, die vor Kriegen flüchten, höher wird, ist gelogen. Und natürlich, wenn wir Grenzen schließen, wenn wir Leute in Ghettos tun, an den Rand der Gesellschaft, natürlich gibt es dann Konflikte, natürlich gibt es Probleme. Es hat einen schrecklichen Krieg getobt. In Afrika herrschen schreckliche Zustände in vielen Ländern, Hungersnöte, totalitäre Regimes und so weiter. Ja, das ist ein riesiger Scheiß und ja, das ist challenging für Europa und für die Schweiz und für Deutschland. Aber es ist nicht ein Impact auf das Leben von uns, das so schlimm wäre, dass es würde legitimieren, dass wir so menschenverachtend und abweisend werden. Weil wenn wir so abweisen, wird das Problem nicht lösen, es wird verstärken. Und das ist ja auch das, was Populisten wollen. Populisten stecken die Asylbewerber so lange, weil die so lange an schrecklichen Orten halten, dass sie entweder verschwinden oder dass sie Probleme machen, dass sie dann wieder Recht haben. Und das ist das, was passiert in Europa. Man hat Kriege auf der Welt, die entstehen durch immer noch herrschende Ungerechtigkeiten. Und in der moderneren, freieren Welt, wo wir leben, dank vor allem auch Wohlstand und Bildung, daher flüchten halt die Leute aus den Orten, wo es ihnen schlechter geht. Und ich sage das noch einmal und noch einmal und noch einmal. Ich habe inzwischen sehr viel mit Leuten auf der Flucht zu tun gehabt. Ich reise sehr viel um und ich habe sehr viele Leute gelernt kennen. Und ich kann euch jetzt einfach noch einmal sagen, niemand flüchtet, niemand steigt in so ein Boot und lässt sein Haus und seine Geschichte und sein Hab und Gut nehmen, für mit einem Boot hierher zu flüchten, nur damit es ein bisschen besser geht. Natürlich kann ich nicht sagen, ob es nicht einzelne Abenteurer gibt oder Schmarotzer oder Verbrecher, die hierher kommen. In einer Gruppe von Hunderttausenden von Menschen hat es ein paar hundert Double drunter. Genau gleich, wie es in einer Gruppe von Hunderttausenden von Deutschen oder Schweizern ein paar Doppler und sogar Psychopathen drunter hat. Das ist normal. Aber die Leute, die hierher flüchten aus Verzweiflung und brauchen unsere Hilfe.
Das ist das, was passiert. Leute, die es schlecht geht, so schlecht, dass sie müssen flüchten, wie wir alle auch würden flüchten, kommen hierher und wir müssen jetzt helfen, das Problem zu lösen. Wir müssen diesen Leuten helfen, die flüchten vor Krieg und Armut und aus dem Elend. Die brauchen unsere Hilfe. Und das Schlimmste ist, es ist möglich, zu helfen, ohne dass du dein Leben völlig musst verändern. Du könntest es nur mit deinem Abstimmungsverhalten, mit vielleicht ein bisschen mehr Steuern, die gezahlt werden müssen, und mit einem etwas flexibleren Weltbild, könnte man Hunderttausenden von Menschen helfen, die jetzt an unseren Grenzen leiden. Ich gehe dann noch ein bisschen mehr darauf ein, was wir sonst noch machen. Zuerst noch etwas anderes. Die Missstände, die hier entstehen, weltweit, wegen globalen Ungerechtigkeiten und die Leute, die flüchten, das wird ausgenutzt von den Populisten. Und sie sprießen, die Leute in Europa haben Angst und sie verzweifelt und zum Teil frustriert und, oder haben zum Teil auch unberechtigte Angst und wählen die Populisten, weil sie meinen, ihr Problem seien syrische Flüchtlinge. Dabei ist das Problem von Europa, die grösste Gefahr für die freie Welt und Europa, sind die Populisten, Rassisten, Antisemiten und Verschwörungstheoretiker, die in die Parlamente hineindrängen. Es ist überall. Es ist in Polen, es ist in Ungarn, in Österreich mit dem schrecklichen Strache, es ist in Deutschland mit der AfD, Nazis, die im Parlament hocken. Die SVP-Hardliner sind auf der gleichen Linie wie die AfD. Es ist die Lega in Italien, es ist die Cinque Stelle, die wie eine AfD ist, wo irgendwelche Schwurbler und Verschwörungstheoretiker und Rassisten drin sind. Es ist Le Pen in Frankreich, in Holland, der Wilders und. Es hat überall Leute im Parlament, die ein rassistisches und gefährliches Gedankengut an den Tag legen, die rassistisch vorgehen. Italien nimmt jetzt zum Beispiel sozusagen keine Flüchtlinge mehr auf, weil ein fucking Nazi dort an der Macht ist. Und die Rassisten sind an der Macht und die Bevölkerung meint, sie können Probleme, die Krisen und alles lösen, indem sie die Rassisten wählen. Dabei nutzen die Rassisten nur die Missstände. Ich mache ein Beispiel. Die AfD schlachtet seit Wochen, also seit Tagen und Wochen, den Mord an dem Mädchen, der Susanna, aus. Auf dem Rücken von ihrer Familie und von dem toten Mädchen wird hier Propaganda betrieben. Es wird missbraucht für das. Und dann geht die AfD im Bundestag, wo sie während einer normalen Sitzung, wo der ein Tobu, wo ein empathieloses Arschloch ist und nicht irgendwie wirklich Bedauern hat mit dieser Familie, Schweigeminute einlegen, aber natürlich berechnend, weil er weiss, dass er in diesem Kontext muss zu einem gewissen Thema reden und nicht einfach eine Schweigeminute einlegen. Die verantwortliche Frau, die Rot, hat müssen davon abhalten und natürlich hat es jemand von AfD gefilmt und sofort aufs Internet da im Sinne, schaut mal, der Bundestag und die Politiker, die haben nicht mal Bedauern mit unseren armen Mädchen, die umgebracht werden von diesen bösen Flüchtlingen. Das ist die Geschichte, die sie erzählen. Die Geschichte die uns mit allen skrupellosen Mitteln verbreiten und betreiben eine schamlose Hetzkampagne. Und die Leute glauben es noch. Es hat noch Erfolg, sie werden noch eingeladen. Jemand, der so etwas macht, sage ich so, halt Schnurren, du Arschloch, dir lässt niemand zu. Und das ist der grösste Fehler, den wir machen. Dass die Medien von Anfang neutral über die Leute berichten, dass die Leute als gleichwertige Diskussionspartner in die Sendungen eingeladen werden, ist der grösste Fehler. Wir normalisieren hier Rassismus und fucking Nazis, die ein Narrativ erzählen von Chaos und von Krieg und von Vergewaltigung und Fluten, wo Angela Merkel ein riesiges für einen Teufel halten. Ich meine, ich bin nicht Fan von dieser CDU, aber Angela Merkel hat gesagt, wir schaffen das. Das ist die einzig richtige Reaktion auf ein Elend von Leuten, die vor Krieg flüchten. Dass man als reiches Land probiert, mit seinen Mitteln diesen Leuten zu helfen. Und das wird nur verunmöglicht durch unwahre Geschichten. Die Kriminalität ist zurückgegangen. Europa oder in dem Ort, wo wir leben, ist ein sicherer Ort. Wir leben in Sicherheit und Wohlstand. Es herrscht kein Chaos. Die Schweiz hat irgendwie 40'000 Flüchtlinge aufgenommen in der schlimmsten Krise seit langem.
Wir sollten mindestens 100'000 Leute hier haben, die mir helfen. Und wir müssen nicht mal so viel machen. Und ja, das ist das, was mich zur Weissglut treibt. Dass man muss zuschauen muss, wie ein Trump und die, all die Populisten in Europa einen Erfolgskurs haben. Und sie haben Erfolg. Ich habe vorher ein bisschen aufgezählt. Die müssen wissen, all die Parteien, die ich vorher aufgezählt habe, die korrespondieren. Dann noch mit Russland ist auch noch dabei und Putin. All die hohen Populisten, die treffen sich. Die sind verbündet, die machen Schlagwörter ab. Die sagen Asyltourismus. Die platzieren irgendwelche Lügengeschichten und das machen die ganz gezielt. Und sie sind unterstützt und deckt von der identitären Bewegung. Europa und weltweit von den Nazis, von den Neonazis, vom Kuckucksklan, von all diesen Splittergruppen. Das sind unhure viele von der PNOS hier in der Schweiz. Da gibt es Bände zwischen der jungen SVP und der PNOS, diesen Nazis. Und wenn die Leute im Parlament so Sachen können sagen, ist das eine Motivation für die fucking Neonazis, hier können wieder Erfolg zu haben. Früher, vor 10 Jahren, haben sich die in der Waldhütte getroffen und dann ist die Polizei gekommen, weil sie fucking Nazis sind. Heute treffen sie sich hier irgendwo in der Ostschweiz in der Halle, 4'000 Leute und machen den Hitlergruß. Das ist eine gross angelegte, koordinierte Aktion von Rassisten, Populisten und Rechtsradikalen und Beschwörungsschwurbler komischen Siechen, die in das Parlament drängen, die im Internet aktiv sind, die in jensten europäischen Ländern und in Amerika einen riesigen Erfolg haben. Wir, die das Scheiße finden, müssen jetzt etwas machen. Wir müssen jetzt verrückt sein. Und somit wären wir ein bisschen bei den Lösungen von dem Ganzen. Ihr müsst verrückt sein! Alle verrückt sind und nicht Leute, die dann irgendwie vielleicht ausfallen werden. Ehrlich gesagt, rede ich jetzt von Beispiel von mir. Weil ich dann plötzlich, weil ich einen Hurensohn nenne, weil er fucking nochmal die Leiche von einem kleinen Kind als Bild braucht für seine verachtenswerte, menschenverachtende Politik, die sich genau gegen Kinder schlussendlich richtet. Kinder sterben an den Grenzen. Für Hunger und Sterben und für Elende. Ich habe es gesehen. Und dann nenne ich den Hurensohn. Oder ein Arschloch, den Begriff, über den können wir diskutieren. Aber wir müssen verrückt sein. Alle zusammen. Wenn einer im Parlament Neger sagt, müssen alle aufstehen und sich auspuhen. Und wenn der Köppel irgendeinen so einen Bericht schreibt oder dort in dieser Talkshow ist, dann müssen alle aufstehen, inklusive der Medien, und sagen, es stimmt nicht. Und nicht nur auf den Zug aufspringen. Wirklich, wir sind in einer ganz gefährlichen Richtung unterwegs. In ganz Europa. Es wird schlimmer werden. Die Populisten werden immer mehr Erfolg haben, weil das Elend der Flüchtlinge und Flüchtenden immer schlimmer wird, weil ihnen nicht geholfen wird. Dabei, und jetzt komme ich zum Schluss und zu den Lösungen, dabei wäre es so einfach oder einfacher als das, was wir jetzt dafür haben. Also, einfacher als es scheint. Und zwar, wir müssen uns bewusst werden, dass um uns herum auch Krisen herrschen, dass Leute flüchten, weil es ihnen nicht so gut geht. Wir müssen aufhören, Begriffe zu brauchen, wie Wirtschaftsflüchtling oder Asylchaos oder allgemein Flüchtling, die ich zwar auch brauche, aber es ist halt das Wort, wo alle wissen, was ich meine, aber das ist ja eigentlich auch das Traurige. Flüchtlingsflut, all diese Sachen müssen aufhören. Wir müssen Rassismus und Antisemitismus und Verschwörungstheorien erkennen. Und wir dürfen keine Partei oder keine Figur, keinen Politiker wählen, der auch nur ansatzweise so rückständige, rassistische, sexistische oder Politik betreibt, die auf Lügengeschichten basiert. Diese Leute dürfen wir nicht wählen. Wir müssen aufhören, die rechtsradikalen Leute zu normalisieren. Das müssen wir machen. Das ist die Rechten und Konservativen oder Hard-Konservativen merken, dass eigentlich alles, was sie daran glauben, am Fortungo ist, weil die Leute merken, oh shit, Fortschritt ist geil. Gleichberechtigung von Mann und Frau ist super. Gleichberechtigung von Homo und Hetero ist mega wichtig. Bildung ist mega wichtig. Demokratie, alles das. Und die Leute, die alten Zustände wieder herstellen wollen, haben nichts mehr, außer sich
an das zu klammern, dass jetzt der kriminelle Ausländer ist. Wir müssen das bekämpfen. Wir müssen auch Fundamentalismus bekämpfen. Ja, auch fundamentalistischer Islam, aber auch fundamentalistisches Christentum müssen wir bekämpfen. Wir müssen Grenzen in Krisensituationen auftun. Es kommen ja nicht Millionen. Es kommen ein paar Tausend und denen müssen wir helfen. Wir müssen vielleicht ein bisschen mehr von unseren Steuergeldern ausgeben für das Flüchtlingswesen und ein bisschen weniger für irgendwelche Chats. Wir müssen würdige Asylunterkünfte machen. Wir müssen mehr Personal sprechen für das Asylwesen, dass die Sachen können bearbeitet werden, dass die Leute können gut behandelt werden. Wir müssen das Potenzial erkennen, dass da kommen Leute, da kommen Ärzte, und es kommen auch Arbeitslose, ja. Aber es kommen auch Lehrer, Pfleger, Studenten, Professorinnen. Es kommt alles daher. Das sind Menschen wie du und ich. Wenn wir sie teilhaben am Alltag, würde eine bessere Dynamik entstehen. Was jetzt passiert ist, dass man die Leute von Anfang an zermürbt. Das Erste, was sie erfahren, wenn sie daher kommen, ist, dass sie in irgendein Lager gesteckt werden. Das ist Gift. Für unsere Gesellschaft, wir müssen die Leute besser aufnehmen. Wir müssen sichere Fluchtwege schaffen. Es ist möglich. Es wäre möglich. Der einzige Grund, wieso wir das nicht machen, ist, weil zu viele Leute reingehen auf die Lügengeschichte, dass es in Europa krimineller und gefährlicher wird, wegen der Flüchtlinge. Es stimmt nicht. Es ist eine erfundene Geschichte. Es ist eine Challenge, wenn Leute in ein Land flüchten. Es ist eine Challenge, wenn verschiedene Kulturen aufeinander prallen. Ja, es ist eine Challenge. Aber da muss man die Challenge annehmen. Und nicht mit Hass dagegen ankämpfen. Und das ist das, was du kannst machen. Lass dich ein auf die Menschen. Zum Beispiel, ein kurzes Beispiel am Schluss. Ich gehe im Moment viel am Morgen an See joggen. Am See ist nach jedem Wochenende Zerstörung. Schweizer Wohlstandskids, die an See gehen und ihre Scheiße einfach liegen lassen und wissen, wer es am Morgen zusammen sammelt. Am Morgen um 5, 6, 7. Asylbewerber. Leute mit Migrationshintergrund, Leute, die einen Dreckslohn verdienen, für das sie unsere Züge, unsere See und unsere Strassen putzen. Wir müssen Kontakt suchen zu Leuten aus dem Ausland, zu Leuten mit einem anderen kulturellen Background, zu dunkelhäutigen Menschen. Wir müssen den Kontakt suchen. Geht in eine Asylunterkunft, lernt die Leute kennen und merkt, das Problem ist zehnmal kleiner als ihr meint. Das grösste Problem sind die Hetzer, die Rassisten. In Deutschland hat die rechte Gewalt exponentiell fast zugenommen. Es brennen permanent Asylunterkünfte, wo unschuldige Frauen und Kinder drin leben. Wir müssen den Austausch mit diesen Leuten suchen, wir müssen das Herz auftun und wir müssen die Leute, die mit Angst und Lügengeschichten argumentieren, auspuhen und verrückt sein. Alle. Danke.